Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich war beim Radwechseln beschäftigt, habe das Fahrzeug allgemein durchgecheckt und da ist mir aufgefallen, dass der Mercedes echt noch gut in Schuss ist, dass die Qualität passt und das Beste oder nichts kann man hier schon auch anwenden, weil die Bremsen hier, die sind 15.000 Kilometer. Der andere Hersteller fängt da die Bremsscheibe schon zu rosten an hier. Ist nichts zu sehen, dass hier schon irgendwelche Rostschäden an der Bremse. Klar, ein paar Teile sind angerostet. Hier beim Fahrwerk. Vieles ist aber aus Aluminium, was nicht rosten kann, was sehr gut ist, weil in meiner Gegend wird oft gesalzen zum Winter. Vorne die Bremsanlage ist auch richtig gut. Die hat auch noch fast keinen Verschleiß. Trotzdem 1,5 Jahren. Sieht immer noch sehr gut aus, bremst auch noch wunderbar. Vorne auch fast alles aus Aluminium, nichts ausgeschlagen, nichts übermäßig von dem Nicht-Aluminium angerostet. Auf jeden Fall sehr gut. Es ist eine Original-Mercedes-Bremse. Da merkt man wieder den Qualitätsunterschied zu Zubehör. Die werden wahrscheinlich schon angerostet oder deutlich mehr verschlissen. Hier nicht, wo er auch sehr überrascht bin, dass die Abgasanlage immer noch so gut aussieht. Das Fahrzeug ist von 2017 und wird auch im Winter oft bewegt. Und da sieht man jetzt noch nicht viel, dass hier was angerostet wäre. Ist echt immer noch top. Hier kann man erkennen, wo sich viele darüber aufregen, dass das kein durchgängiges Rohr mehr ist. Hier sieht man es, da ist bloß diese Blende nach vorne geklipst und hinterbei ist dieses Rohr. Mich stört es jetzt persönlich nicht, aber viele sagen, er ist im No-Go. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Hier sieht man bei diesen Querlenkern, hier ist sogar noch eine Abdeckung aus Kunststoff. Und vorne bei der Strebe sieht man es auch noch. Also da merkt man dann doch wieder, hier ist noch Qualität oder es wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass es langlebige ist, dass diese Teile geschützt werden. Die Kardanwelle sieht auch noch super aus. Die habe ich schon mal vorsorglich vor einem Jahr mit Konservierungswachs eingesprüht, dass sie nicht so anrostet. Viel zu konservieren gab es hier zum Glück nicht, weil ja vieles verdeckt ist durch diese ganzen Abdeckungen, was auch für die Aerodynamik gut ist. Und einiges ist halt auch aus Aluminium, was nicht konserviert werden muss. Die Radnaben sind auch noch sehr gut. Bei anderen Fahrzeugen sind die auch schon richtig, ja, verdreckt, schon angerostet. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Jetzt habe ich in circa 1,5 Jahren eigentlich noch keine Probleme gehabt. Kleinigkeiten, aber wenn Mercedes wirklich perfekte Autos bauen würde, dann wäre das Unternehmen pleite, weil die müssen ja auch irgendwelche Ersatzteile und sonstiges verkaufen können. Also zu gut können die nicht sein. Es heißt zwar das Beste oder nichts. Wenn man ein paar Fahrzeuge und ein paar Mängel hier selbst erfährt oder im Netz nachliest, dann denkt man sich schon, ob sie das überhaupt noch reinschreiben sollen. Aber bei mir ist es so, ich sag, das passt auf jeden Fall so.